Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Project Hospital Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, baut ein Krankenhaus und die große Frage, die ich mir eigentlich schon seit der letzten Folge stelle, ist, was bauen wir als nächstes? Entweder bauen wir hier unten an, also hier unten an und bauen hier eine Notaufnahme hin. Dann könnten wir kollabierte Leute behandeln, mit denen wir oder bei denen wir noch keine Diagnose haben. Oder bauen wir hier oben eine stationäre Chirurgie hin. Dann können wir Leute behandeln, bei denen wir wissen, was sie haben und die einen Chirurgen brauchen. Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Schwierige Frage. Ich würde sagen, da die eigentliche Chirurgie vermutlich für die Krankenzimmer einen Flur braucht, fangen wir mit der Notaufnahme stationär unten an. Ja, machen wir das mal so. So, wir gehen mal in den Verwaltungsbildschirm, da sehen wir, wo wir geplant hatten zu bauen. Das Blöde ist, da sehen wir es auch. Dann bauen wir erstmal das Fundament, würde ich sagen. Kostet uns 31.800. Ordentliches Stück. okay. Also ich habe gut was vor. Dann brauchen wir Wände. Unten hatten wir, glaube ich, die roten farbigen. Sieht so aus. Und drinnen hatten wir, glaube ich, weiß mit rotem Streifen. Ist immer schwierig, das zu erraten. Ja. So. Dann müssen wir... Ja, ist die große Frage. Was müssen wir eigentlich davon? Das ist zwei breit. Also genau ein Wartezimmer. Ja, also im Prinzip müssen wir die Wand hier entfernen. Das ist zu eng anders. Das konnten wir als Wartezimmer zwar nutzen. Aber das wird zu eng, wenn wir hier eine richtige Notaufnahme bauen jetzt. So. Jetzt haben wir zwei kleine Probleme. Wir machen erst noch, wo haben wir den Kies? Erst ein bisschen im Schönen bauen, das Geld vernichten und die Zeit verdödeln. Das ist immer extrem wichtig. Das muss sein, ja, dass du erstmal im Schönbau dein Geld und alles raushaust, weil anders sieht es ja nicht schön aus. So, wir brauchen hier irgendwie einen Aufgang. Das Problem ist, wir brauchen hier irgendwo einen Eingang. Und hier parken die Krankenwagen. Wir kommen schräg. Wir kommen nicht gerade rein. Das gibt mir so ein bisschen zu denken. Wie mache ich das? Wir könnten es ein wenig faken. Das hier ist 7 breit, ne? Ich bin mir nicht so 100% sicher gerade im Moment. Es haut hin.
Keine Ahnung, ob das was aussieht. Das ist einfach nur mal ein Versuch wert. Ja, seht ihr, hier ist nämlich das Problem. Hier komme ich nicht bis auf die Straße runter, weil das hier ist der Bereich, der ist eben für die Notaufnahme da. Da kommst du da nicht runter. Keine Chance. Macht halt. Wenig bis keinen Sinn. Das ist zu viel. Wieso kann ich das nicht abreißen? Okay. Kann es nur übermalen. Ist okay. Jetzt habe ich es kapiert. Und da steht ein Baum im Weg. So, und das hier muss ich mir überlegen. Machen wir es so? Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich hier mache. Genau andersrum wie da unten, ne? Das ist natürlich blöd, weil es verwirrt. Ja, also hier werden die eigentlich anfahren. Ich kann es nicht ändern. Das gibt das Spiel halt so vor, dass die hier anfahren. Und wenn die hier anfahren, dann werden die Leute dann da reingebracht. Ich kann es halt jetzt nicht halten, es ist halt so. Weil ich kann keine Zufahrt machen mit so einer Haltebucht wie hier unten, dass die dann praktisch die Rettungswagen hier reinfahren, dann hier ausladen und dann wieder rausfahren. Also, ich weiß nicht, ob es geht. Ich vermute, es geht nicht. Ja, weil es wäre mir neu, dass das funktionieren wird. So, haben wir Schilder. Also ich bin halt limitiert durch die Spiele. So ein bisschen, ja, man kann es nicht halten. Du bist halt limitiert. Du bist halt limitiert durch die Spiele. Dass du einfach, wie soll ich das sagen? Also ich meine, wenn ich es nicht bauen kann, dann kann ich es nicht bauen. Dann muss ich mir das vorstellen und muss einfach sagen, dann ich hätte es gerne so, aber das Spiel lässt das nicht zu. Und weil es das Spiel nicht zulässt, und dann kann ich das halt nicht bauen und dann müssen wir da halt durch, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Das hier ist auch sowas. Warum kriege ich das denn nicht aufeinander? Ich krieg's aufeinander, wenn ich es andersrum drehe, richtig? Genau. Es war ja mal wieder so klar. Machen wir das hier einfach. Machen wir das hier einfach so. Ich kann es jetzt nicht halten. Oder was wir auch machen könnten. Nee, das ist sogar noch besser. Das ist sogar noch besser. Leute, wo haben wir so? Unsere schönen Säulen. Machen wir hier Säulen hin. Dann können wir hier oben wieder ein bisschen Dach rausziehen. Und dann ist das hier auch überdacht, wo die Patienten mit Krankenwagen angeliefert werden. Die halten dann zwar hier und schieben die da rein. Und nicht hier und schieben die da rein. Aber ich meine, wir stellen uns das halt so vor, wie ja, ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen halt Fantasie.
Anders funktioniert's nicht. Wir brauchen Fantasie. So, damit wollen wir einfach verhindern, dass irgendwelche Leute hier Abkürzungen laufen, wobei die da hinten drüber immer noch laufen können. Aber wir werden auch hier noch versuchen, einen Eingang zu machen oder so, vom Parkplatz aus. Das werden wir noch tun, wenn wir hier angeschlossen sind. Dann gehen wir hier oder hier rein oder machen sogar hier einen kompletten Weg. Mal gucken, wie sich so ergibt. Jetzt brauchen wir noch Boden. Ich weiß nicht, ob wir erstmal alles mit den Fliesen hier legen sollen. Wie teuer würde das? 5660 ist jetzt nicht so die Welt, oder 5600 sogar nur. Können wir uns leisten. Wir haben noch 114.000 übrig und damit bauen wir jetzt eine Notaufnahme. So, Punkt aus dem. Wir sollten Räume planen. Die haben wir nämlich noch nicht geplant. Das war der Fehler. Beziehungsweise war nicht unbedingt der Fehler. Hier habe ich Räume geplant, um zu gucken, wie groß das Fundament machen muss. Hier habe ich das Fundament gebaut, damit ich weiß, wie viel Platz ich für die Räume habe. Das ist genau die umgekehrte Denkweise. So, die erste Frage ist, wie machen wir die Traumaräume, die Traumazentren und wo machen wir die Traumazentren? Wir können sie bauen wie beim letzten Mal. Das heißt, ich mache hier Räume hin und habe hier vorne einen Gang. Man kann praktisch hier die Leute reinschieben, wo sie dann entsprechend hingehören. Das ist halt die große Frage. Ja? Also wenn wir hier so sagen, okay, wir machen hier einen Gang, 3 breit, dann haben wir hier einen Gang, ungefähr so breit, dann machen wir hier ein Traumazentrum und dann ist die Frage nur noch, wie groß? 4x4 ist das kleinste Traumazentrum, was wir bauen können. Puh, das ist dann aber verdammt eng. Wir machen es 4x5, das ist schöner. So, dann machen wir hier mal 4 Räume oder machen wir 5 Räume. Wir können mal 5 Räume planen. Wir sollen ja später auch 5 Rettungswagen haben und dann sollten wir vielleicht auch 5 Räume haben. Weil man stelle sich vor, 5 Rettungswagen rücken aus und bringen uns alle Patienten. Dann brauchst du auch 5 von den Räumen. Wir können sogar noch einen 6. planen. Dann haben wir da hinten genau einen Korridor, einen Gang. Ja? Haben wir hier einen Gang und da einen Gang. Wobei der Gang hier, den machen wir zu hier. Den schließen wir, da ist für hier der Gang. So, da planen wir die Traumaräume. Dann brauchen wir die Überwachungsstation. Die Überwachungsstation, da bin ich der festen Überzeugung, die sollten wir hier hinten hin machen. Und eventuell sogar über die Länge. Ja, wir machen das lange. Also lang, aber dafür nicht so tief. Wir machen es nur 5 tief. Und dann bauen wir hieran das Schwesterzimmer. Wir auch 5 tief machen. Und den Bereitschaftsraum der Ärzte. Oder können wir das sogar machen, dass wir die nur 4 tief machen? Könnten wir auch machen. Dann haben wir hier zumindest noch einen 3er-Gang. Wobei da an der Seite haben wir auch nur einen 2er-Gang. Also es ist jetzt nicht so dramatisch. Hier vorne brauchen wir Platz. Da will ich nämlich eventuell sogar noch Bänke reinsetzen. Ja, weil es ist ja so, es kommt ein Krankenwagen an und dann fährt hier auf dem Parkplatz zum Beispiel die Ehefrau im Auto. Dann kommt der Mann hier rein in die Notaufnahme und wird behandelt. Und was macht die Frau? Oder umgekehrt, der Mann, wenn die Frau hier drin ist? Na, der weiß ja nicht, wie es weitergeht. Also setzt er sich hier hin und wartet. Und irgendwann kommt hier ein Arzt raus und dann sagt der Herr Müller oder Frau Müller und dann ja, was ist und dann ja, also wir haben den Mann untersucht oder ihre Frau untersucht, der ist jetzt auf der Überwachungsstation, sie können da hinten in den Gang reingehen und dann können sie zu ihm.
So, und dann geht die da hinten rum und geht dann praktisch hier zu dem. Ja, also so in etwa läuft es hier ab. Es ist ja nicht so, dass wenn hier drin jetzt einer mit Schusswunde oder so und Angehörige sind dabei, dass die mit reingehen und zugucken, wie die mit dem Messer da die Kugeln rauspulen, um Himmels Willen. Also das, die würden ja in Ohnmacht fallen. Also von daher, wir brauchen hier draußen dann noch so ein bisschen Wartebereich, ein paar Bänke oder so irgendwas, wo dann eben der Arzt die Leute informieren kann von wegen, so und so geht's. Und dann, also bildlich gesehen, in echt passiert's ja nicht. In echt kommt er hier rein, dann kommt er hier rein und Besuch kriegt er sowieso nie. Das ist so ein bisschen, wie hat das mal jemand gesagt, das ist so ein bisschen das Storytelling, was ich hier versuche mit reinzubringen. Weil in der Realität wäre es halt anders, wie es jetzt speziell bei uns gerade ist. So, ich muss mal einen Blick auf die Uhr werfen, dass ich es hier nicht übertreibe. Upsa, Entschuldigung. So, dann ziehen wir hier eine Wand. Und ob ich das hier mit einer Wand trenne, das weiß ich noch gar nicht. Wir könnten das auch so zusammenlegen. Wir könnten es rein theoretisch sogar machen. Wäre vielleicht gar nicht mal so uncool. Nee, wartet mal. Ich habe da noch eine geilere Idee. So, was sagt uns das? Das hier ist im Prinzip ein Bereich. Ja? Der Bereich ist so, dass hier ein Rettungswagen kommt, bringt hier Leute her. Die können kreuz und quer hier drüber rennen. Wir machen hier eine andere Abtrennung. Das ist eigentlich ein offener Bereich, den wir hier haben, wo die Ärzte und Schwestern praktisch offen in jeden Raum können. Das werden wir noch entsprechend bauen. Hier vorne machen wir eine Tür rein, wo man den Patienten dann hier rüber transportieren kann. Und eventuell machen wir hier in die Mitte auch noch eine Tür, dass man den auch hier durch transportieren könnte. Da müssen wir dann nur mal gucken, ob wir dann auch hier Korridor machen. Macht eventuell auch Sinn, dass wir dann hier noch eine Tür hinsetzen. Das heißt, dann haben wir zwei Türen, eine hier, eine da. Ja, das wird cool. Eine relativ offene Notaufnahme wäre das. Das ist cool. Da ich hier eventuell ein paar Wände brauche. Was machen wir da überhaupt für eine Wände? Ich würde ja sagen, wir machen hier sowas. Das ist so eine Mischung Fliese, rote Wand. So ein bisschen Wand brauchen wir, ja, für so zwei, drei Dinge. Machen wir hier mal überall so einen kleinen Trenner hin. Wir machen das noch. Bin am überlegen. Vorhänge. Wo sind die Vorhänge? Die Vorhänge, die sind das geilste ever und das am blödesten zu bauen ever, weil die Vorhänge sind ein bisschen tricky. Mit denen kämpfe ich immer rum. Weil die so ein Feld einnehmen. Also ich kann einen Vorhang praktisch vor die Wand hängen, nicht auf die Grenze. Also die hätten die Vorhänge auch wie eine Wand machen sollen. Also man hätte praktisch Vorhänge als Wand, aber gut, dann hätte ich an die Vorhänge wahrscheinlich was dranhängen können, was ich an die Wand hänge. Das ist schwierig. Jetzt die Frage, auf welche Seite machen wir dann die Vorhänge?
Machen wir sie so hin. Macht das irgendeinen Sinn? Nicht wirklich, oder? Nee, dann machen wir das anders. Ich habe eine andere Idee. Machen wir anders. Die Vorhänge können wir gebrauchen, aber anders. Wir machen die Vorhänge. Ich glaube, wir machen die in den Flur. Das ist noch besser. Wenn wir die nämlich in den Flur machen, dann haben wir die Wand frei. Anstatt Türen. Das macht Sinn. So, dann haben wir anstatt Türen, haben wir Vorhänge, die wir zuziehen können, wenn es hier drin rund geht. Dann machen wir aber auch, das hier sind nur Fliesen, die haben keine normale Wand. Bin gerade am Überlegen. Also nur Fliesenwand. Okay. Dann machen wir es aber so, dass wir die Kabinen hier schließen und in die Kabinen rein machen wir Türen. Jetzt sagt ihr euch, wieso machen wir da Türen hin? Das ist auch mehr so ein Fake-Ding. Wenn hier drin ein Arzt gerade eben was gemacht hat und dann hier drüben noch ein Notfall reinkommt, dann kann er durch die Tür hier rüber und muss nicht den weiten Weg gehen. Das ist so, also in amerikanischen Notfallräumen, da ist ja auch hier normalerweise noch eine Tür und da und da. Dann müsste der über den Flur und dort sitzen dann meistens die Angehörigen, in Amerika zumindest, weil also das ist dann praktisch hier durch, müssten die dann praktisch gehen. Und damit der hier im Spiel nicht unbedingt dadurch geht oder dadurch geht, mache ich hier noch eine Tür hin, dass er dadurch gehen kann. Und dann können wir da drin dann entsprechend jetzt die Ausstattung setzen. Macht Sinn irgendwie, oder? Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es Sinn macht, aber ich hoffe, es macht Sinn irgendwie. So. Haben wir hier einen Durchgang, dann machen wir hier einen Eingang. Und dann machen wir auch hier einen Eingang. Wobei ich den Eingang eventuell als Do not enter deklariere. Genau wie hier die Eingänge. Weil da Menschen nichts drin verloren haben, die kein Notfall sind oder nicht behandeln. So. Wir brauchen hier noch einen Eingang. Ohne Eingang keine Notaufnahme. Wie rum ist da eigentlich richtig rum? So. Bin gerade am gucken. Ja. Jetzt habe ich die Tür gelöscht. Wollte die Tür nicht löschen. Gut, dann haben wir das. So, wir brauchen ein bisschen Wand brauchen wir ja. Und da hinten, da lassen wir auch offen. Die müssen da nicht alle reingucken.
Das hier ist die Überwachungsstation. Da müssen natürlich Ärzte und Schwestern reingucken. Das hier lasse ich ja auch offen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wenn die sehen, dass hier was kollabiert, dass die einen Arzt dazu rufen könnten, ohne dass sie anklopfen müssten. Wir machen da hinten noch so einen kleinen Raum hin, denke ich. Kein großer Raum, ein ganz kleiner Raum. Brauchen wir noch eine Tür für? Nehmen wir die. So, Wände, Türen. Habe ich alles. Ja, also mein Plan war jetzt ursprünglich, hier hinter eventuell auch Straße zu machen, die hier hinführt, dass man auch hier noch Parkplätze hätte für Notaufnahme. Also dass man praktisch hinten reinkommen könnte für die Notaufnahme. Unabhängig jetzt von dem Eingang hier vorne. Das Problem ist nur, ich habe hier keinen Eingangsbereich. Das heißt, wenn, dann müsste ich das hier hin machen. Und dann ist der Rettungswagen-Parkplatz eigentlich schon fast wieder zu nah hier am Aufzug und dem Eck da. Ich glaube, das lassen wir dann weg. Machen wir das erstmal nur so. Reicht ja auch. Was soll der Käse? Ja, es reicht ja auch. So, dann fangen wir mal klein an. Was heißt, wir fangen klein an? Wir fangen klein an bedeutet, wir fangen an mit einem Zimmer für die Notaufnahme. Das müssen wir drehen. Die Beine gehören nach unten. Es ist arg knapp gebaut hier, Freunde. So, jetzt braucht der ja so eine Anästhesie, einen Arbeitsplatz. Wir wollen das übrigens rot haben. Das stellt noch ein kleines Problem dar, weil das hier nicht rot ist. Jetzt kann ich das wieder nicht dahin stellen. Ich verstehe schon. Es ist okay. So, ist das jetzt so, ja? Das ist rot. Okay, gut. Zählt, ja? Ne, wir nehmen die OP-Leuchten. Wichtig, OP-Leuchten. Das Digitalbild hängen wir hier direkt neben dran, den Monitor, weil irgendwie da haben wir keinen Platz für. Irgendwie. Also ich war früher der Meinung, dass wir das irgendwie auf dieser Seite so positionieren müssten oder sogar auf dieser Seite so. Aber Fakt ist, es gibt keine Fläche mehr, wo ich es genau hinsetzen muss. Kann man das aussuchen. So, wir brauchen was, um die Finger zu reinigen. Dafür machen wir hier so ein Desinfektionsteil hin. Dann können wir hier drunter auch noch einen Mülleimer stellen. Oh, der ist gelb. Wieso ist der gelb? Wieso ist der jetzt gelb? Machen wir es auf die Seite. Da ist es nicht gelb. Gut. So. Dann brauchen wir hier drinnen Computerarbeitsplatz. Aber bitte in Rot. Das ist ein beschissener Platz. Stellen wir hier ins Eck, glaube ich. Ja, so. Wir brauchen hier drin Schränke, das ist mir klar. Nehmen wir zwei von der Sorte. Ich muss die Türen mal ausmachen, da ich was sehe. Können wir auch die Wände mal runterfahren? Das ist besser. So, da sehen wir das nämlich besser. Da müssen wir hier mal so ein Fast-Ass draufstellen. Dann können wir hier noch ein D4 an die Wand hängen. Wo hängen wir den hin? Den würde ich sagen, hängen wir hier neben dran, weil er in der Nähe ist von dem Arbeitsplatz. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Dann würde ich sagen, wir bauen hier hinten noch eine Sauerstoffflasche hin. Wenn es geht in Rot. Da muss ja keiner durchlaufen.
Also ich hoffe, die können hier überhaupt noch durchlaufen. Nicht, dass hier irgendwas die Wege versperrt und dann am Schluss kann da keiner hin. Nicht, dass die Schwester, die hier arbeitet, durch die Tür kommen muss, weil hier nirgends mal Platz ist. Das wäre natürlich, das wäre doof. So, wir bauen hier, auch wenn wir es nicht bräuchten, ein OP-Regal hin. Weil wir in einem Krankenhaus sind, beziehungsweise ich bin am Überlegen. Wir machen das so. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen voller. Ja, und dann stellen wir daneben dran so einen kleinen Wärmeschrank. Und deshalb müssen wir den hier noch drehen, dass wir den Wärmeschrank dann auch hier positionieren können. Gut, dann haben wir die erste Notaufnahme fertig. Die war teuer genug. Mit der ganzen Technik, das kostet ja alles ein Schweinegeld. Also allein dieser OP-Tisch kostet 5000. Ja? Nur dieser Tisch. Und das Ding Nummer 3,6. Also die beiden Sachen, die die Notaufnahme zur Notaufnahme machen, sind am teuersten. Da ist so ein Schrank hier, der ist spottbillig dagegen. Gut, dann brauchen wir hier die Schwestern. Ich würde sagen, wir stellen hier die Essenswagen hin. Und hinten dran Krankenliegen. Wenn wir das Ganze nach hier vorne verschieben, kriegen wir ein bisschen Platz sparender nebeneinander. Gut, müssen wir da Platz sparen? Das ist die große Frage, ich habe keine Ahnung. Wir bauen hier jetzt erstmal zwei Schreibtische. Oder drei. Ich weiß es noch nicht so genau, wir machen hier mal einen hin. Und dann hier zwei nebeneinander. So, dann hätten wir da erstmal drei Arbeitsplätze. Ob wir die wirklich alle drei brauchen, werden wir dann noch sehen. Und da stellen wir noch einen großen Geräteschrank neben dran, wo die sich Sachen rausnehmen könnten. Ich bin gerade am Überlegen. Das macht Sinn. So, da machen wir noch ein paar Schränke hin. Hat den Vorteil, dass wir zum Beispiel hier auch irgendwo noch eine Kaffeemaschine draufstellen können für die. Hat auch den Vorteil, dass wir hier irgendwo noch ich bin am Überlegen. Gott, 34 Minuten. Ich bin noch nicht mal halb fertig damit, weil ich mir viel zu viel Gedanken mache. Aber ich will es, dass es hier auch ein bisschen schöner aussieht. Labortische und Laborschränke wollen wir hier nicht. Was ich suche, ist so ein. Wo sind sie denn? Da, so ein Desinfektionsspender. Ich bin am Überlegen, wo wir hier noch einen Mülleimer hin platzieren könnten. Das ist das Hauptproblem, wenn du keine anderen Wände hast. Ich kann das jetzt irgendwo hier mitten reinstellen. Das wirkt aber immer so ein bisschen. Hier könnten wir einen hinstellen. Einen Mülleimer brauchen wir ja auch in dem Raum.
Gut. Brauchen wir sonst noch irgendwas, was irgendeinen Sinn ergebe? Um es optisch schöner zu machen, könnte man noch sagen, okay, wir müssen vielleicht doch hier mal irgendwie eine neue Decke bringen oder irgendwas. Oder wir brauchen Tupfer oder irgendwas, vielleicht sogar in der Notaufnahme. Und das können die auf dem Weg von dem Schrank entweder mitbringen oder sich eben zentral hier abholen. Wir müssen zum Beispiel hier hinstellen, einfach so ein Regal da in den Raum. Wobei in echt würden dann wahrscheinlich nicht nur eins, sondern zwei, drei Regale da stehen, die dann so einen Abschluss bringen. Also, wie soll ich sagen, so als Schrankwand, so eine künstliche Abtrennung vom Flur zu dem Raum. Einfach mal so dahin geklatscht. So, ja, wir haben nicht so viel geschafft bekommen. Also ich meine, wir sind auf dem Weg, die stationäre Notaufnahme zu bauen. Und da fehlt noch viel. Da fehlen noch die Wandbeschriftungen, das Ärztezimmer, das Überwachungszimmer, eventuell auch noch ein paar Linien auf dem Boden. Dann müssen wir da einen neuen Korridor ziehen, dass wenn hier einer drin rumläuft, dass er nicht wieder alles beleuchtet. Das haben wir ja schon erlebt. Das brauchen wir nicht nochmal. Also wir haben hier noch so ein bisschen was haben wir noch zu tun. Mal gespannt, was wir da noch hinkriegen. Gut, die Toiletten, die sind nur hier vorne. Das ist vielleicht auch schlecht. Fällt mir gerade mal so auf. Wir könnten eventuell hier... Ah, das ist doof. Wir planen es mal ein, dass wir es gedanklich mal haben. Aber es ist doof. Ist doof hoch 5. Wir machen es so. Ich mach das komplett anders. Eigentlich müsste ich den Raum trennen. Notbehelfsklo sozusagen. Das ist das Problem. Du kriegst keinen Mülleimer mehr rein. In echt wird jetzt hier irgendwo dazwischen noch ein Mülleimer stehen. Wir müssen hier jetzt mal auf einen verzichten. Wir machen da eine WC-Tür rein. Für den Fall der Fälle. Dass man durchgucken kann, ob einer drin ist und dass man die öffnen kann, aber dass man trotzdem nichts sieht und trotzdem so ein bisschen Styling hat. Das nach oben ist jetzt, das ist nach oben offen. Das ist kacke. Okay, dann machen wir keine WC-Tür rein. Bring mich doch einfach mal zum Wahnsinn. Machen wir da einfach weiße Türen rein, dann ist auch gut. So, dann ist jetzt nach oben geschlossen. Dann sind das zwei kleine Räumchen, zwei Toiletten für die hier arbeiten, weil sonst rennen die hier überall durch, gehen hier vorne aufs Klo und rennen den ganzen Weg wieder zurück. Das gilt's zu vermeiden. Wenn hier Kranke liegen, dann sollen die hier aufs Klo gehen und nicht davor rennen. Deshalb habe ich das hierhin gemacht. Das ist der kürzeste Weg, selbst wenn hier einer liegt, ist es kürzer für den hier hin, wie hier komplett außenrum. Das ist die Überlegung davon. Gut, dann haben wir das auch gemacht.
Dann würde ich an der Stelle jetzt sagen, ist lang genug. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt Project Hospital. Und dann geht's hier weiter im Bau der Notaufnahme. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.